Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Großstadt-Dschungelbox von Oli Banjo. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Wir haben mittlerweile den 8.8. Das Album Großstadt-Dschungel hätte ursprünglich am 14.7. rauskommen sollen. Dann hat allerdings Oli Banjo das Album um 2 Wochen verschieben müssen, weil es Probleme mit dem Presswerk gab. Dann ist bekannt geworden, dass das Presswerk insolvent gegangen ist, woraufhin das Album dann auf den 4.8. verschoben wurde, also nochmal eine Woche weiter verschoben wurde. Und was soll man sagen, am 4.8. habe ich dann die Nachricht von Amazon bekommen, dass es auch bei der Lieferung zu einer Verzögerung kommt. Dementsprechend ist das Album erst heute angekommen, am 8.8. Gut, nichtsdestotrotz werden wir das Album jetzt unboxen, uns die Box anschauen und ein wenig den Inhalt unter die Lupe nehmen. Gut, um sich das anzuschauen, werden wir das Ganze mal aus der Folie befreien. Dann spiegelt das auch nicht mehr ganz so schlimm. So. Großstadt-Dschungel von Oli Banjo. Die letzte Box von Banjo kam ja vor circa 3 Jahren, im Jahr 2014. Das war diese gute Box, Dynamit hieß das Ganze. Video dazu natürlich auch auf meinem YouTube-Channel. Gut, wir haben eine schwarze Klappbox und auf der Vorderseite sehen wir den Interpreten Oli Banjo, wie er hier soeben halb im Schatten steht und hier Streif im Gesicht, so eine Kriegsbemalung trägt. Oli Banjo, Großstadtdschungel lesen wir hier in weißer Schrift. Auf der Unterseite ebenfalls Oli Banjo, Großstadtdschungel. Auf der rechten Seite ebenso. Oben ebenso. Auf der Rückseite haben wir die Angabe, was sich in der Box befindet. Limited Fan Edition. Inhalt: Großstadtdschungel, 2 CD, Album Instrumentals. Bonusalbum Schwarz auf Weiß, auch wieder 2-CD-Version, Album und Instrumentals. Ein T-Shirt, ein Bandana, ein Poster in der Größe A1 und 2 Sticker. Credits und ein Barcode. Alles klar. Gut, dann schauen wir mal, wie das Ganze von innen aussieht. Also, was uns gleich mal als erstes entgegenkommt, ist das T-Shirt in der Farbe Weiß. Dann haben wir einmal ein Poster, das dürfte dann wohl das Bandana sein, die 2 Sticker, das Album an sich und das Bonusalbum. So, wie immer fangen wir an mit dem Album. Nachdem beide eingeschweißt sind, werden wir einfach mal sowohl das Bonusalbum also auch das reguläre Album mal schnell öffnen. So, das ist das Bonusalbum. Und dann haben wir natürlich noch das eigentliche Album Großstadtdschungel. Auf den ersten Blick sieht man es schon mal, wir haben es zu tun mit einem super Toolcase, gefällt mir sehr gut. Und das Cover, ja, wir sehen hier Oli Banjo vor einer, ja, was ist das, ein Gemeindebau, ein Plattenbau, also triste Kulisse, große Betonbauten. Oli Banjo, Großstadtdschungel lesen wir hier und auch hier eben wieder die Kriegsbemalung. Also sehr stimmig das Ganze umgesetzt, Großstadtdschungel und hier auch die Kriegsbemalung. Auf der Rückseite haben wir die Tracklist, wir haben 16 Tracks. Wir haben Features von Yahi Jahi,
Vega, PA Sports, Mika Dulce, Mike Donne, Casey Rebel, Alias, Prinz P, Semi Deluxe und nochmal Mike Donne und AV. Alles klar. Meine Lieblingstracks bislang sind Nummer 14, Pass mal gut zu, mit Semi Deluxe, und der Track mit Prinz P, verdammt lang her, Nummer 11. Also ich glaube, die beiden wurden auch als Video ausgekoppelt, haben mir sehr gut gefallen. Und auf CD2 haben wir die Instrumentals. So, wie immer werfen wir kurz mal einen Blick in das Booklet. Also das Cover kennen wir bereits. Dann haben wir hier die Tracks einzeln aufgelistet, inklusive der Infos. Hier Oli Banjo mit einem Elefanten. Dann hier Oli Banjo mit einem kleinen Blumentopf. Auch hier wieder weitere Tracks aufgelistet. Sehr trist das Ganze in dieser schwarz-weiß Optik. Okay, hier Oli Banjo nicht zu sehen, dafür eben diese Plattenbauten. Auch hier wieder, also die Optik zieht sich wirklich durch, Großstadtdschungel, komplett überall diese tristen Bauten und eben dieser Großstadtdschungel. Und hier noch die Credits. Alles klar. Also auf jeden Fall stimmig umgesetzt, so vom Konzept her, Großstadtdschungel. Und dann schauen wir uns mal die CD an. CD1, auch hier wieder mit diesen Streifen mit der Kriegsbemalung verziert. Okay, das ist relativ unüblich, dass das Ganze nicht zum Aufklappen ist, sondern sich direkt hinter CD1 auch noch CD2 befindet. Diese genauso wie CD1, nur mit dem Zusatz, dass diese eben schwarz ist. Und hier nochmal ein Bild oder das Gesicht von Oli Banjo. Alles klar. Dann haben wir das Bonusalbum, wo ich ehrlich gesagt noch nicht reingehört habe. Also das muss ich jetzt noch nachholen. Deswegen kann ich zu den Tracks dazu leider noch nichts sagen. Wir haben Features von... Ach du Scheiße. Okay, das ist natürlich ein wenig bitter. Und zwar, ich spiele jetzt speziell auf den ersten Track an. Wir sind Hip-Hop mit Liquid Walker und AV. Also ich muss ehrlich sagen, ich halte echt viel von Liquid Walker. Egal ob jetzt als Feature-Gast oder als Künstler an sich. Aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass man einen guten Mann mit T schreibt. Also Liquid mit T und nicht mit D. Und an seiner Stelle würde ich Oli bzw. wer auch immer für dieses Tracklisting hier verantwortlich ist, die Ohren lang ziehen, wenn er meinen Namen falsch schreibt. Das tut weh. Okay. Dann haben wir Feature von MC Gringo. Gringo, ich glaube, der ist auch von 4 Blocks speziell dort bekannt geworden. Dann haben wir Features von Damir Message und Jamal Dillman und Mike 3. Sagen wir ihm ehrlich zu sagen, alle drei nichts. Und dann haben wir nochmal ein Feature von AV und nochmal Damir Message. Und dann nochmal eine CD2 mit allen Instrumentals. Okay, schwarz auf weiß. Wir sehen hier Oli Banjo mit einem, mit einem Stab. Sieht ein bisschen aus wie so ein Medizinmann oder so ein Magier. Hier ein Ghetto-Blaster. Und es sitzt hier auf einem... ist die Frage, eine Holzkiste oder ein Holzstamm? Holzkiste. Ja, was mich sehr freut, normalerweise sind die Bonus-CDs oder EPs immer in so einer Papphülle. Hier hat man zumindest ein normales Jewel-Case gemacht, zwar kein super Jewel-Case, aber dafür halt eine CD in Plastikhülle. Auch hier wieder ein Booklet, auch wenn dieses relativ dünn ist und ich es nicht rausbekommen. So, aber jetzt. So sieht das Ganze aus, das Cover. Dann haben wir hier die Credits. Und hier Oli Banjo.
Das jetzt wirklich so medizinmannmäßig mit einem Stab und einer Holzmaske. Und hier hinten nochmal der Ghetto Blaster und die weiteren Infos bzw. Kanäle und Social Media Auftritte. Gut, schwarz auf weiß. So sieht die CD aus. Und hier ist es eben der Fall, dass wir das Ganze aufklappen können. CD 2 sieht so aus, ebenfalls wieder in schwarz. So wie auch schon bei Großstadtdschungel die Instrumentals in schwarz waren. Alles klar. Dann haben wir die zwei Sticker. Einmal einen rechteckigen Sticker. Olli Banjo Großstadtdschungel lesen wir hier in schwarz-weiß. Und dann haben wir einen quadratischen Sticker Großstadtdschungel Olli Banjo hier mit dem Tiger und der Skyline im Hintergrund. Dann haben wir noch ein Poster. Dieses ist doppelseitig bedruckt. Auf der einen Seite haben wir hier Olli Banjo Großstadtdschungel nochmal das Cover, das wir schon von der Box kennen. Und auf der anderen Seite ebenfalls Olli Banjo hier vor seinem Großstadtdschungel. Je nachdem, welches euch besser gefällt. Beides im Querformat. Und dann haben wir noch zwei Textilinhalte. Und zwar haben wir einmal das Bandana. Olli Banjo Großstadtdschungel lesen wir hier. Und ein Muster, Tigermuster, Raubkatzenmuster. Und dann haben wir noch ein T-Shirt. Dieses T-Shirt in weiß mit schwarzem Aufdruck. Auch hier wieder der Löwe, die Skyline, Olli Banjo, Großstadtdschungel. Schauen wir uns gleich noch in Kombination an, damit ihr das genauer sehen könnt. Also speziell das T-Shirt in Kombination mit dem Bandana. Das T-Shirt ist eine Fruit of the Loom Original Tee Größe L. 100% Baumwolle. Und wo ist das Ganze hergestellt? Made in... Wo haben wir es? Made in Marokko. Also hier kann man sehen, Made in Marokko. Jetzt würde mich nur interessieren, ob wir hier auch noch ein Zettelchen haben. Jawohl. So, was haben wir hier? Hier haben wir 100% Baumwolle. One size fits all. Sonar Cloth in Germany. In Bochum. Allerdings keine Angabe, wo das Ganze hergestellt wurde. Okay, nicht so tragisch. Wir schauen uns mal kurz an, wie das Ganze getragen aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also, wir haben hier das T-Shirt Olli Banjo Großstadtdschungel, der Schriftzug. Dann haben wir hier den Tiger und oben schließt das Ganze dann ab mit dieser Skyline. Also, finde ich vom Design her sehr gelungen. Olli Banjo Großstadtdschungel und hier der Tiger, speziell auch dieser Kontrast, weil hier die Skyline so in weiß-schwarz und das hier dann verläuft mit diesem Tigermuster schwarz-weiß, finde ich, sieht das echt, echt gut aus. Und dann in Kombination mit dem Bandana sieht das Ganze dann so aus. Also alles stimmig in diesem Schwarz-Weiß, kann man gut tragen. Und das Bandana, Olli Banjo, Großstadtdschungel, ebenfalls der Schriftzug. Und dann hier dieser Print, dieses Muster, kann man aber natürlich dann auch als Halstuch oder anderweitig verwenden. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in Größe L. Dazu das Bandana. Das doppelseitige Poster im Querformat. Diese zwei Sticker, einmal quadratisch, einmal rechteckig. Das Bonusalbum Schwarz auf Weiß inklusive Instrumental-CD. Und das Album an sich Großstadtdschungel inklusive Instrumental. Das alles in dieser wunderbaren Box, Großstadtdschungel von Olli Banjo. Wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Olli Banjo unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute, bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.